Wir wissen, wie es dem Reisenden schon am ersten Tage erging, kennen seine Erniedrigung und Erhebung. Aber die Erhebung war innerlich gewesen und ein großes Gesicht der Seele, die Erniedrigung dagegen leiblich und wirklich, wie die Reise es war, die er in ihrem Zeichen und als ihr Opfer zurückzulegen hatte, allein und als Bettler. Der Weg war weit und er war nicht Eliezer, dem die Erde entgegengesprungen war. Er dachte viel an den alten Abrahams Oberknecht und Boten, der dem Urvater ähnlich gesehen im Angesicht, wie man allgemein sagte, und diesen Weg gezogen war in großer Sendung, um Rebekka zu holen für Isaak. 17 Tage? Ach, es waren viel mehr geworden für Jakob. Aber er vergaß niemals und sprach noch auf dem Sterbebette davon, wie dieses Ziel dann plötzlich, als er es noch ferne glaubte, in einem Augenblick gerade, als er am wenigsten gehofft hatte, es zu erreichen, unversehens erreicht oder so gut wie erreicht gewesen, wie dieses Ziel ihm nun dennoch gleichsam entgegengekommen war, nebst dem Besten und Teuersten, was es zu bieten hatte. Und was Jakob dereinst, nach ungeahnt langem Aufenthalt, davon hatte mit fortführen sollen.